herzlich willkommen, meine kaufsüchtigen Kunden bei Zauselbart Shop. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder einkaufen wollt. Wir werden heute unser Geld gut investieren. Ich habe schon mal die Miete bezahlt. Wir werden aber erstmal ein bisschen einkaufen. Und zwar brauchen wir einmal Müsli, Öl, Nudeln, Mehl, Puderzucker, Kaffee, Pasta und Eier. So, dann haben wir das gekauft. Oh. Wir könnten. Oh, cool. Neue Böden. Oh, Farben. Schön. Okay. Einen Moment. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, der eine Mod funktioniert anscheinend nicht. Das ist schade. Mal gucken, warum. Kaffee. Mal gleich mal reintun. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Vielleicht müssen wir da bloß irgendwie, keine Ahnung, was ändern oder so. Oh. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Naja, gut. Passiert. Ne, machen wir anders da. Kaufen wir uns einfach nochmal ein Regal. Möbel. Großes Regal. Ofen. Ach ja, Verwaltung. Wachstum? Ne, einstellen. Ich könnte den Kassierer einstellen. Könnte ich. Aber bringt mir recht wenig. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wo ist da? Zack. Neues Regal. Cookie Pix. Ja. Aber auch nochmal Nudeln. Und geht mal da her. So. Alles aufgefüllt. Ja, bis auf die Eier. Die Eier. Wunderbar. Okay, wir haben 400. Wir könnten uns eigentlich... Boah, cool, Eckregal. Komm, das kaufen wir uns mal. Einfach mal, um zu schauen, wie es ist. Okay, das ist cool. Ja, das schaut doch cool aus. Eigentlich? Ist ja eigentlich wurscht. Ah, schaut aber cool aus. Okay. Kann ja hergehen und dann einfach mal, weil wir es können. Oh nein, die Eier gehen ja nicht. Einfach, weil wir es können. Ne, Wasser geht ja nicht. Ich hau es einfach mal rein. Was soll's? Warte mal, wir könnten ja eigentlich schon längst mal aufmachen.
So, und dann hier haben wir noch Kaffee, den machen wir einfach da unten rein. So, zack. Ein bisschen experimentieren, weißt? Weil wenn man nicht selber guckt, wie, was, wo oder so, dann kann es auch nichts werden. Gut. Neuen Abschnitt brauchen wir nicht kaufen. Theoretisch hätte man so markttechnisch könnte man das so machen wie in Amerika. Ein Regal, ein Ding, aber. Nee, mach mal lieber nicht, mach mal lieber nicht, hätte ich gesagt. So, also, wir wollen noch 3 Dollar. Sicher? Wenn es sein muss. Das Eckregal finde ich eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Vor allem, das hat halt drei Dinger, ey. Ui, die kauft aber wieder eine. Mehl können sie haben. Einmal verdrückt, ey. Einfach verdrückt. Er traut sich was. Was könnten wir uns? Ich bräuchte ein. Ja, da muss ich aber. Wenn man dann kaufe einen Supermarktenabschnitt. Da kann ich das machen. Neue Lizenzen könnten wir kaufen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Könnten neue Lizenzen kaufen. Aber da müssten die Herrschaften noch mal schnell einkaufen. Geschnittenes Brot ist zu teuer für mich. War nicht immer so weich. Mal, da könnten Möbel. Eckregal außen. Cool. So. Erstmal wieder 400 Dollar investiert in neue Regale. Mama dankt, sie wollen noch. So viel Kleingeld wieder. Du bist mir wieder der Allerliebste. Perfekt. Mal schnell mit der Hand eingeben hier. Wir expandieren. So. Ja, da hätte man ein bisschen Luft. Warten, bis die Frau eingekauft hat hier. Ah. Ah, schaut noch gut aus. $30. Vielen Dank, die Dame. Oh Gott, die Nudeln sind leer. Auch mal. Ja, schmeiß halt weg. Ich sage ja. Nochmal dann. Und in die Nudeln nicht finden. Ja, ich habe es gerade gesehen.
Gib halt die Karten her, Mensch, und wackel doch nicht oder so. So. Das Wasser auffüllen. Die Eier. €26,50. Vielen Dank, der Herr. Hallo, guten Abend, die Dame. Wir sind 27,50. Vielen Dank. Jetzt machen wir das Licht erstmal wieder an. Und dann fangen wir mal an, das Zeug wieder aufzufüllen. Der Kaffee. Wo ist mein Kaffee? Wo habe ich den Kaffee? Ich habe keinen Kaffee, ich habe aber nur Tee. Ah, nee, Tee brauche ich nicht. Mal dazu. Ich habe keinen Kaffee. Naja, wenn es ausverkauft ist, ist es ausverkauft. Ganz einfach. Der kauft aber ein, ey. Wie, du konntest die Milch nicht finden? Oh Gott, die Milch ist leer. Halt, stopp! Aus, pfui! Hören Sie auf zu kaufen! Ich muss erst nachfüllen. Ich sag ja, ey, wir brauchen unbedingt so einen Auffüller, ey. Das ist wohl. Ja, ich schick mich ja schon. Man kann es auch übertreiben, wer der Herr. $39. Dann haben wir hier 24. Der Kaffee wurde nicht gefunden. Das ist doch perfekto. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Verwaltung, Lizenz. So. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele neue Produkte gekriegt. Erdnussbutter, davon, hiervon, davon, hiervon, davon. Reicht nicht. Machen wir so. Okay. Ach halt. Mal gleich so. Und so. Ah. Gut. Käse. Hier immer. Käse. Immer das Licht anmachen. Ich sehe hier immer nichts. Käse. Ach du Scheiße. Okay. Na gut. Tag beenden. Ja, wir haben ziemlich viel Verlust gemacht, aber das Mehl ist besser geworden. So. Machen wir gleich mal die Kasse auf. Ein Basmati-Reis kostet $1. $7. Spaghetti. Und Erdnussbutter. Spaghetti.
Auch 7 Dollar. Und die Erdnussbude? Nochmal 5,50 Dollar. So. $25,50. Oh. Danke, die Dame. Ja, ich weiß, ich muss aber erst mal ein bisschen Geld verdienen. Gut. Also, okay. Was mache ich denn? Konnte Käse nicht finden. Der Basmati-Reis. Dankeschön. Spaghettis. Ja, was ist denn heute los? Also wir nehmen jetzt das Toastbrot. Unten können wir mal kurz warten. Ach, die Ecke geht nicht. Okay, gut. Mehl. Mehl ist auch gleich los. Cookie Picks. Nudeln. So, ich bin da. Dankeschön, die Dame. $11,50. Dollar. Beehren Sie uns bald wieder. So, ein Dollar. Das macht 32,50. Kaufen Sie aber auch wieder ein, ey. 34,50. Was? Konnte Salz nicht finden. Ja, ich habe noch nicht alle Produkte. Haben wir noch nicht gekauft? Salz. Olivenöl. So. Licht anmachen, dass die Herren wieder was sehen. Jetzt ist Salz da, der Herr. Sie könnten noch einmal kommen und einkaufen.
Es sind keine Eier mehr da, ach Mann. Die räubern wieder hier, ey. Hey, Hilfe. Entschuldigung. Ich hab einen Zahlendreher drin gehabt. Ach du grüne Neune. So. Ja, wir müssen dann, wir müssen shoppen gehen. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist so gut, 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 gut. Oh, zu machen. Ja, tut mir leid, aber es gibt leider nichts. Das ist die letzte Kundin. Alle unsere Regale sind leer. Die sind leer. So. Oh Mann. Also gut, wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen. Warte mal, wir machen jetzt erstmal das Lager leer. Ganz einfach. Oh, Lager ist leer. Gut. Kaufen wir jetzt erstmal und jeder Menge einmal ein. So. Okay. Jetzt machen wir erstmal Tag beenden. Ja, Produkte nicht gefunden. Aber immerhin, wir haben Punkte gekriegt. Wir haben Punkte gekriegt. Puderzucker ist jetzt billiger geworden. Susu ist billiger geworden. Oh Gott. So, 22 Stück. Ofen. Zack. Und jetzt wird aufgefüllt. Mehr oder weniger. Susu. Auch nicht darüber. Ein Lebensmittel. Ein Glück, dass es hier keine Kollisionsabfrage gibt. Das wäre jetzt was, ey. Wenn die Autofahrer, die da gegen die Dinger fahren, einfach das Zeug wegschieben. Abbrechen. Zumachen. Und dann hier rein. Nudeln. Spaghetti. Schokipics. Nochmal hier Salz. Kaffee. Ja, der ist leer. Ah, ja.
Öl, Öl, Öl. Mach ich denn? So, Milch. Schon wieder. Erdnussbutter. Olivenöl. Und hier haben wir nochmal Salz. Und da haben wir den Basmati-Reis. So. Mal nochmal gucken. Ich glaube, ich habe da. Kann es sein, dass ich da irgendwelche Einstellungen. Ja, hier. Deswegen, ich habe immer vier gekauft. Okay, gut. Was braucht man? Wir brauchen einmal Erdnussbutter, einmal Basmati. Dann brauchen wir einmal schwarzen Kaffee. Dann brauchen wir Eier. Und das war's. Oh, wir haben nicht die Kohle dafür. Ich mach mal erstmal auf. So. Wieder mal alles aufgefüllt. Nee. Müssen wir erstmal warten, bis die Kundschaft kommt und dann mal wieder was einkauft. Oh, einen Moment. Halt. Stopp. Brrr. Herzlich willkommen, hätte ich fast gesagt. So, meine lieben Kunden, das war wieder Ende einer Folge. Ich bedanke mich. Wir sehen uns das nächste Mal. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.